Hallo und herzlich willkommen bei See You Camper. Im heutigen Video zeigen wir euch, wie ihr das Wohnmobil richtig beladen könnt, bevor die Reise dann losgeht. Gerade wenn eine längere Tour mit einem großen Wohnmobil ansteht, ist naturgemäß viel Gepäck an Bord. Wird dies jedoch falsch verstaut, kann es zu Problemen führen oder gar gefährlich werden. Deshalb hier 5 Punkte, die ihr beim Beladen des Wohnmobils beachten solltet. Tipp Nummer 1. Das Gewicht des Campers sollte ausgeglichen sein. Wird zum Beispiel das Gepäck nur im hinteren Teil des Wohnmobils verstaut, kann es dort das gesamte Fahrzeug herunterdrücken. Das kann beispielsweise hinsichtlich der Kurvenstabilität nachteilig sein. Tipp Nummer 2. Es ist ratsam, schweres Gepäck oder beispielsweise Gasflaschen in den Bodenfächern zu verstauen, damit der Schwerpunkt des Fahrzeugs nach unten verlagert wird. Tipp Nummer 3. Offene Fächer und Ablageflächen sollten vor Beginn der Fahrt leergeräumt werden, damit nicht beispielsweise beim Bremsen Dinge durch das Fahrzeug fliegen. Tipp Nummer 4. Da der Kühlschrank bei großen Wohnmobilen schwer ist, sollte schweres Gepäck möglichst nicht direkt am Kühlschrank untergebracht werden. Als fünften und letzten Tipp ein Hinweis zur möglicherweise vorhandenen Heckgarage. Dort ist schweres Gepäck fehl am Platz. Stattdessen können in ihr optimalerweise Campingmöbel wie zum Beispiel Klappstühle untergebracht werden. Weitere Tipps rund um das Thema findet ihr in dem Artikel, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wir wünschen euch eine gute Fahrt. See you!